Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Das hat mal so ein antiker Philosoph gesagt, ist schon lange her. Den Satz habe ich in meinem Gymnasium in den 60ern an der Wand am Haupteingang gelesen. Scheinbar wollen heutzutage viele weder mit dem Leben noch mit Bildung irgendwas zu tun haben. Da wird gelabert und gedünnpfifft und geinstert, was der Akku hier gibt und ja-abert, dass die schwarze Kraft und wenn auch schon alles gesagt wurde. Ist da bestimmt noch jemand, der sagt, aber nicht von mir. Ich sag jetzt mal, sagt er oder sie dann. Manche bei mir am Niederrhein sagen auch, ich sag jetzt mal einfach. Manche sogar noch in der Doppelwurper-Version. Ich sag jetzt mal. Und dann kommt meist doch per Hirntod durch die Galaxis. Oder noch nicht mal das. Die von mir sehr geschätzte Kabarettistin Simone Solger hat auch einfach mal gesagt, seien wir doch ehrlich, 9 von 10 Leuten sind grutzedoof und man selber glaubt immer, man wäre der 10. Ja, Hybris allenthalben. Nein, Hybris ist keine Alternative zum Benzinmotor. Betrachten wir das Ganze mal anatomisch. Evolutionär hat sich ja bei uns Menschenaffen irgendwann mal das Großhirn auf das Kleinhirn draufgesetzt. Flatsch hatten wir den Salat und mussten auf einmal denken, wer bin ich und warum? Die neue Unübersichtlichkeit hat der Philosoph Habermas, nein, den muss man auch nicht kennen. Viele bleiben deshalb ja lieber grundsätzlich bei den einfachen Lösungen. Och nö, weißt du, Kleinhirn, das reicht mir. Ich fall beim Stehen nicht um, meist liege oder sitze ich ja, alles super. Vormittags RTL 2, später auf Streife, abends Bauer sucht Sau, zack, hat der Tag Struktur. Ich meine, Leute, nicht, dass mich ja jemand falsch versteht. Es muss nicht jede und jeder zum Gymi gehen, liebe Helikoptereltern, unbedingt Abitur machen, um dann mit dem Bachelor oder Master in der Hand auch nicht zu wissen, was man mit dem Leben anfangen soll. Ja, ein Praktikum. Das vierte. Nach dem Studium. Erlernt doch ein Handwerk, Leute. Die suchen dringend Nachwuchs und die Leute mit Uni-Abschluss kloppen sich in den Ballungsräumen um Installateure oder Elektriker oder Schreiner, weil sie verlernt haben, eine Rohrzange in die Hand zu nehmen, um einen Klodeckel auszuwechseln oder ihre verfickten Pressspanmöbel von Poco zusammenzutackern. Von komplizierten Aktionen wie ein Platten am Fahrrad flicken oder an ihrem Suften Rad wechseln will ich ja nun gar nicht reden. Nö, da warte ich lieber 4 Monate auf den Handwerk, der dann als erstes sagt, oh, das wird teuer. Dafür können dir diese Uni-AbsolventInnen aber in 2 Minuten eine Homepage basteln und danach bestellen sie erstmal was beim Thai. Denn kochen können sie natürlich auch nicht. Für die Jüngeren unter uns kochen. Das ist ja, wie soll ich das jetzt sagen, also mal vereinfacht gesagt, ne? Also das ist so die Vermengung von essbarem Nebst-Gewürzen zu etwas Schmackhaftem. Ja, gut, also wie Nachos und Soße, also so ungefähr jedenfalls. Schau mal, wir Älteren, wir haben doch das kleine Latino noch eigenhändig beim Nachbarn abgeschrieben. Ist er it? Was will ich denn damit? Sumpfui esse, ich hau dir auf die Fresse. Wir mussten Gedichte wie die Kraniche des Ibikus oder den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland lernen. Und Jahreszahlen in Geschichte. Seeschlacht bei Salami, 480, 333 bei Issos Keilerei. Du hattest keinen blassen Schimmer, warum sich da irgendwelche Leute eins auf die Omme gegeben haben. Oder später bei diesen Spaghettis irgendwer ein Pilum mit irgendeinem Sternum gebohrt hat. Zusammenhänge, ach komm, geh mir weg damit. Ich meine, gucken wir uns diese Römer mal an. Römer, ne? Welcher vernünftige Mensch läuft zu Fuß und auf Sandalen von Rom über die Alpen bis nach Köln? Gut, an Düsseldorf sind sie vorbeigekommen, dann sind sie bei mir in Xanten gelandet. Oder noch weiter in den Teutoburger Wald. Ich meine, was willst du da? Ja, speziell dieser Familienausflug ins Barbarenland ist er dann auch gründlich in die Tunika gegangen. Die spinnen die Römer, sagt Obelix ja auch immer. Oder anderes Beispiel, guck dir die Griechen an. Latschen unter Alexander dem Großen bis nach Mesopotamien, 2-Stromland. Gut, vielleicht hatten sie zu Hause schon alle Knaben durchgevögelt und brauchten neue. Ich weiß es ja auch nicht. Aber haben die dann Erdöl aus dem Iran mitgebracht? Das war ja schon da.
Nee, keine einzige Amphore. Ich meine, wenn die damals die Marklage gründlich eruiert hätten, Pipeline gebaut und so, dann bräuchten wir die heute nie vor der Staatspleite zu retten. Du musst sowas auch mal systemisch betrachten. Aber, und jetzt wird es ja ganz perfide. Vielleicht steckt ja irgendwie auch System dahinter. Dass es bei uns mit der Bildung immer weiter bergab geht, die Schulen marode sind. Ein gerüttet Maß an Dummheit macht das Leben ja auch einfacher. Ich meine, du glaubst einfachen Lösungen, rennst simplen Parolen hinterher. Und wenn draußen die Welt brennt, boah, dann zupfst du Unkraut oder guckst die Geißens, Robert oder eine Kochshow. Glaubst, dass die AfD die Partei der kleinen Leute ist oder dass man mit privater Vorsorge die Rente aufbessern kann? Eieieiei, oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Aber bitte, und wenn er denn schmeißt, dann liegt er doch auf der Straße, weil die meisten Leute denken, es wäre Kotze. Ach, was rege ich mich auf. Danke fürs Zuhören.